Wie zuletzt im Januar haben Dutzende Polizisten bis spät in die Nacht Bordelle und Kneipen durchsucht. Gezielt wurden Clubs und Lokale angesteuert, in denen mutmaßliche Mitglieder von Rockergruppen das Sagen haben. Heute wieder Ruhe auf den Straßen im Bahnhofsviertel. Die Bilanz der Durchsuchungsaktion: Die Beamten haben einige Messer und Schlagstöcke gefunden, festgenommen wurde aber niemand. Ja, wir waren auch in Objekten des Rotlichts unterwegs, wo eine Beziehung zur Rockerszene besteht. Das ist tatsächlich so. War Teil der Maßnahmen gestern Abend. Ab 19:30 waren wir in der Taunusstraße, dort in verschiedenen Etablissements unterwegs. Haben einige Dinge sicherstellen können und haben auch mal ein bisschen wieder gezeigt, dass wir vor Ort sind. Die Polizei fahndet weiterhin nach mehreren Männern aus der Rockerszene. Nach den Schüssen an Christi Himmelfahrt sind diese offenbar überstürzt geflohen und haben ihre Motorräder am Tatort zurückgelassen. Anders als zunächst vermutet, handelt es sich nicht um einen Streit zwischen Gießener und Frankfurter Rockern. Alle Beteiligten an der Auseinandersetzung sollen Mitglieder der Frankfurter Hells Angels sein. Der Grund für den Streit ist noch unklar. Die Polizei bewacht weiterhin die Frankfurter Uniklinik mit stark bewaffneten Kräften. Hier liegen schon seit fast einer Woche die beiden Niedergeschossenen. Dass es überhaupt auf offener Straße zu solch einer Schießerei gekommen ist, hat viele in Frankfurt erschreckt. HR-Justizreporterin Heike Borufka sagt, die Polizei wollte mit der Durchsuchung gestern Druck auf die Rocker ausüben. Ich glaube, die Polizei hat sie gemacht, um Kante zu zeigen, wie sie das gerne selber formuliert. Also sie hat einfach ihr Machtmonopol mal demonstriert, nachdem das ja heftig in Frage gestellt worden ist mit dieser Schießerei. Möglicherweise kommt es in den nächsten Tagen sogar zu einer Personenfahndung. Die Identität einiger Beteiligter dürfte inzwischen feststehen. Die Auseinandersetzung innerhalb der Hells Angels ist damit aber wohl noch nicht zu Ende.